Herzlich willkommen, wir sind wieder in 7 Days. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden jetzt gleich weiterbauen unsere Hordenbase. Das bringen wir gleich ins Motorrad. Ich will das bloß lediglich... Eigentlich ist es Blödsinn, deswegen jetzt einmal zum Händler zu laufen. Warte mal kurz. Bergbau nicht unbedingt. Hier, ich schmeiß das erstmal da rein. Das kommt ins Motorrad, dann können wir nämlich gleich die Sachen mitnehmen, die wir brauchen. Und zwar, trinken haben wir, essen haben wir... Einen Moment. Vom Stream noch, den ich gestern hatte, ist der Ton noch etwas leiser. So, ich spiele normalerweise auf 50%, aber im Let's Play geht das auch, weil ich solche Sachen, die extrem laut sind, wie zum Beispiel das Aufwerten, hier im Zeitraffer machen. Aber das funktioniert live ja nicht. Im Live kann ich nichts im Zeitraffer machen. So, wir nehmen etwas Gobble mit. 1, 2, 3, 4 und 5 sollte erstmal reichen. Pack das bitte mal nach unten, mein Freund. Danke, also sortieren wir wieder ordentlich. Dann nehmen wir etwas Beton mit. 1, 2, 3, 4, 5. Lege ich bitte mal ordentlich hin. Holz haben wir 6000, passt. Jo, damit wir da weiterarbeiten können. Stein nicht vergessen. So, aber wir werden, wie gesagt, nur noch die äußeren Wände machen, sonst kommen wir nämlich nie voran. Damit wir da mal was schaffen bei der Base. Das geht so nicht. Absolut gar nicht. So, lass mich bitte mal durch, mein Freund. Schön. So, was wird denn das hier so neblig? Ist das Spiel heute so neblig oder? Scheint ja so. So, wie sieht's aus? Ist Licht an? Jo. Fahren wir da mal hin. Holhorde hat sich ja erstmal erledigt. Da haben wir ein bisschen Zeit. Nein. Fahr jetzt nicht wieder irgendwo gegen. Da ist das gute Stück. Und ich muss da bei der Mauer noch was gucken. Das hattet ihr geschrieben. Dass sie da wohl eine Säule kaputt gemacht haben und nicht das Gitter. Das gucken wir gleich auch noch an. So, jetzt bin ich mir überlegen. Machen wir erstmal hier weiter oder erstmal da weiter? Ich meine, wir können ja nur eine Seite zur Zeit machen. Das hier haben wir jetzt alles Beton, oder? Wie gesagt, Stahl mache ich hier nicht weiter. Nur noch die Außenwände, das machen wir von außen. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal die nächste Prise Boden ziehen, tagen an die zu Beton und so weiter, sonst wird das nie was. Da 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 da
jetzt erstmal so viel aufgewertet, wie ging. Wir haben keinen Beton und Kompression mehr. Holz ist auch so gut wie leer. Aber gut. Ja, das Ganze muss leider massiv, damit sie sich später nicht durchprügeln. Bis da oben hin. Aber ein Großteil ist es ja jetzt schon mal wieder. Die Außenkanten kommen natürlich später aus Stahl. Das habe ich erstmal weggepackt, damit ich nichts aus Versehen zu Stahl mache. Aber so langsam war sicher, das hier muss ja auch noch. Wird es schon. Junge, 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 da geht aber mehr weg, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten zwischenzeitlich auch ein Level Up. Das ist übrigens Gimsage 216. Den, na, mal kurz gucken. Wir waren bei Altstoffsammlung bei, ne? Jo. Den können wir auch gleich reinpfeffern. Oder? Ja. 80% mehr Rohstoffe, 40% mehr Schaden, das ist schon mal gut. Und dafür brauchen wir Wahrnehmung Level 7. Ja gut, 2 Punkte, das wären auch 2 Punkte. Also 5 Stück brauchen wir insgesamt jetzt noch. Ich hätte gedacht, dass wir weiterkommen. Aber okay, man kann nicht alles haben. Nichtsdestotrotz, wir müssen einmal sowieso nach Hause. Und dann will ich jetzt auch einmal da gucken, wegen der Mauer. Gut, auf über von Karubin kamen 3 Däumchen nach oben. Dann sage ich 3-mal danke, danke, danke. Und von Michael? Joa, der hat ja gut geklappt. Jetzt können die Bauarbeiten weitergehen. Genau so ist es. Genau so. Jetzt haben wir ja auch angefangen. Auch wenn wir jetzt momentan sehr viel zum Aufwerten hat. Aber das gehört nun auch dazu. Dafür machen wir es ja auch alles ein bisschen schneller. Jo, und da sind wir bei Bermin. Moinsen, Horde war wieder nice. Vor einigen Folgen hatte ein Soldat etwas aus deiner Gartenmauer herausgeschlagen. Du hast dich gewundert, dass das nicht angemalt war. Er hat keine Gitter herausgeschlagen, sondern eine Säule. Schau mal deine Mauer am Anfang deiner Rampe zur Tiefgarage. Genau da wollen wir jetzt auch hin. Und ich glaube, du hast auch recht, wie ich es gerade mal so sehe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Guck mal, hier ist nämlich wesentlich breiter als der Rest. Hier müsste eigentlich die Mauer hin, ne? Mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier auch überall, ne? 1, 2, 3, 4, yo. 1, 2, 3, 4. Das ist klar, dass es nicht angemalt ist. Hier war nämlich auch kein Gitter drin. Das muss hier auch einmal kurz wieder raus. Und das ist auch logisch, dass oben drauf nicht angemalt ist. Prügeln die in der Mauer raus? Ich glaub's ja nicht. Ach, setzen wir wieder rein. Fangen wir gleich mit fest. Wir müssen eben Materialien holen. Es ist mir echt nicht aufgefallen. Nee, nee, nee. Haben wir gleich. So, dann kopieren wir kurz. Bip und bip. Machen wir dann gleich fest. Muss sowieso einmal hoch. Hm. Oh, ich müsste sowieso hier einmal überprüfen. Was ist Stein? Du kannst aber auch gleich wieder Zement machen. Dankeschön. Du ebenfalls. Ah, Holz haben wir jetzt noch genug. Eisen müsste ich einmal gucken. Ja gut, aber der hat zwar noch drin, aber... Ansetzen wäre nicht schlecht, mein Freund. Bei dir genauso. Drüben müsste ich ihn auch gleich einmal hin. Ich glaube, wir hatten alle 4 Sand reingeballert. Okay. Ich glaube, wir kriegen auch gerade Besuch. Oder? Vielleicht täusche ich mich auch, aber... Ich meine, Zombie gehört zu haben. Okay, nicht wurde tragisch. Beton, das holen wir gleich. Ich habe jetzt 4-mal Sand 1 stecken. Hau mal einen Stein da rein. Habe ich 4-mal Stein? 1, 2, 3, 4, jo. Dann bräuchte ich aber insgesamt, das kriege ich gerade alles mit. Nimm mal alles an Zement mit. Mehr als 6000 kriegen wir sowieso nicht rein, aber... Mal gucken, wie weit wir da hinkommen. Ich glaube, das reucht mich nicht. So. Aber 3 kriegen wir voll. Das ist gut. Ja gut. Und das lohnt sich jetzt nicht. Warte mal. Ja gut. Lohnt sich so oder so nicht. Na?
Ah, schade, ich habe ein paar zerquetschte zu wenig. Sonst hätten wir echt alle mit Zement vollballern können. Warum, das kriegt ihr ja wohin, oder? Hier. Da kommen 7 Stück noch. Siehst du mal. Kannst hier mich auch nochmal 6000 reinhauen. So. Bidon Lüfte da. Dann will ich einmal kurz oben beim Gobblestone gucken. Nimm mit. Nimm ebenfalls mit. Damit. Und hiermit. Dann hauen wir Schmieden gleich auch nochmal voll mit Eisen. Da bitte. Boah, das, was wir brauchen, nehmen wir gleich mit. Schön, dann lassen wir auch mal Eisenbau hier. 1, 2, 3 und 4. Dankeschön. Holz kannst du auch nochmal mitnehmen. So, dann hauen wir die mich nochmal voll. Holz kriegst du auch nochmal ein bisschen. Bitte. Da nochmal das gleiche. Und das machen wir auch gleich noch einmal drüben. Jo, damit er hier fleißig weiter schmelzen kann. Das lüft alles. Dann fahren wir jetzt einmal kurz rüber. Dankeschön. Ja, keine Sorge, dass hier die Mauer habe ich nicht vergessen. Das Tag habe ich gleich fest. Wir brauchen ja eh die Materialien für die Hordenbase. Das hier muss halt auch weiterlaufen. Wie ist es immer? Hau rein. Kannst auch gleich wieder ansetzen. Wie sieht's aus mit Holz? Brauchst du definitiv auch. Bitte. Und du kriegst auch nochmal rein. Nicht du. Du. So. Schön, dann können die nämlich weiterlaufen. Na, gerade sagen. So, Baumaterialien einstecken, kurz die Mauer festtackern. Damit das wieder passt und gut ist. Hauen die da eine Säule raus, also. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Vielen Dank dafür. Oh Mann. Und den haben wir selbstverständlich noch Bienenmann. 2343, glaube ich. Der Effekt ist neu. In 1.0. Das hatte ich vorher nie gesehen. Ich nenne es immer, einigen wir uns auf Unentschieden. Gut, da müsste ich jetzt gucken, was genau... Ja, natürlich haben wir Uschi. Was genau du meinst? Ich kann jetzt gerade während der Aufnahme nicht in die Folge reingucken. Uschi, ich habe dich genau gehört. Wo bist du, kleines Vehikelchen, hä? Ihr habt sie doch auch gehört, oder? Die steht auf dem Grundstück. Ich glaub's doch nicht. Ey! Und dann gleich im Doppelpack hier. Fällt's gerade auf, Gitter mögen die nicht mehr. Die gehen die mit Vorliebe auf Blöcke. Aber so nett. Haben die da was geändert? So, wo ist Spinny geblieben, hä? Spinny ist tot, okay.
Geht's euch gut oder was? Na gut, Mutti braucht wieder ein Weilchen. Und der. Was das? Und haben wir noch mehr Randalisten? Dann laufe ich doch lieber einmal rum. Gewitter haben wir auch schon wieder. Nee, du. Ganz, ganz schlimm. Hatte ich denn nicht eben noch Blöcke reingesetzt? Ja, selbstverständlich hatte ich hier Blöcke reingesetzt. Diese Randalisten, jetzt wissen wir, wie die Uschis reingekommen sind. Natürlich hatte ich eben Blöcke. Ja, wir verstärken es ja sofort. Ey, Mutti, Hausverbot. Die gehen echt mit Vorliebe auf Blöcke jetzt. Die mögen Gitter nicht mehr so. So, Materialien einstecken. Kann ja nicht so bleiben. Warte mal, erstmal Eisen weg. So. Den nehmen wir wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 haben wir jetzt, ne? 2, 4, 6, 7, 8, okay. So, und Beton genauso. Auch 8 Stück. Den Postat. Ist ja alles neu in Arbeit, alles kein Problem. Erstmal die Blöcke da flicken. Und dann gehen wir wieder rüber. Muss ja auch sein. Gitter kriegen nur gelegentlich mal was ab. Die gehen jetzt echt mit Vorliebe auf die Blöcke. Okay. Haben wir das hier was wieder geflickt? Anmalen tun wir später. Denn Post ist. Wie sieht es mit den Kaffeepflanzen aus? Fertig. Okay, warte mal. Die machen wir mal kurz. Aber Kaffee brauchen wir dringend. So, die machst du aber allerdings alle einmal zusammen. Danke. So, sind zumindest ein paar mehr. So kriegen wir es irgendwann vermehrt. Ja, so kommt es dann langsam. Gut, Tür auf. Haben da ja noch ein bisschen was zu tun. Natürlich sucht sie sich gleich die geflickten Blöcke raus zum Durchknüppeln. So, und wir machen den jetzt erstmal hier weiter. Was fertig muss, muss fertig. Lass mich doch einmal hoch. Zumindest wird das Wetter wieder besser. Jo, und dann können wir hier noch ein Rundchen rumtackern. We'll be right back.
Okay, aber fast geschafft. Holz ist ausgegangen, aber Cobblestone und Beton ist auch nicht mehr allzu viel da. Junge, Junge, Junge. Ihr stellt euch mal... Oh Gott, Entschuldigung. Ich hab echt schon wieder einen aufgesagt. So, ihr stellt euch mal vor, wollte ich sagen. Wir hätten das alles noch aus Stall gemacht. Da wären wir nie fertig geworden, nie. Obendrauf kommen daher die Laufwege und so. Aber das hier unten muss halt massiv. Und natürlich auch Stall, aber das machen wir von außen. Mai, oh Mai. Ja, das habe ich jetzt nicht mitgemacht, weil ich ja von außen reinkomme. Das ist nicht das Problem. Aber hätt euch das mal, stellt euch das mal vor, wir hätten das wirklich alles aus Stall gemacht. Das, da wären wir nächstes Jahrhundert noch nicht fertig. Innen drin aus Beton ist schon okay, außen machen wir den halt. Was ist das hier für eine Ecke? Habe ich jetzt gar nicht bedacht, ne? Ja, da, gut, dann müssen wir noch einmal bei hier im Wohnzimmer. Und zwar muss das hier ja so weiter runter. Und das muss hier natürlich auch ordentlich, die zwei. Müssen wir noch austauschen. Ich kann es jetzt bloß nicht verstärken, deswegen lass es erstmal. Aber die Seite haben wir fast fertig. Ist nur noch die Ecke da. Das ist schon mal schön. Dann wir mal raus, damit die Zombies nicht reinkommen. Und dann muss er später ja noch da. Und dann muss er später auch noch das, wo wir stehen. Und dann muss auch die Treppe und. Wir haben noch sehr viel zu tun. So, aua. Ich will jetzt einmal kurz... Ich muss mal gucken wegen Stahl. Das muss ja weiterlaufen, ne? Es dürfen wir nicht vergessen. Auf keinen Fall. Holz haben wir, glaube ich, noch einen Stack, ne? Aber wie schnell die Materialien weggehen, ne? Ist schon wirklich... Oder wird noch einiges mehr weggehen? Aber sehen wir es positiv. Es gibt extrem gut EP. Woje. Ein Level up hatten wir schon wieder beim Aufwerten. Hier ist ein Punkt. Wir brauchen bloß halt zwei. Wir haben aber auch schon wieder fast den zweiten. Also das sehe ich eigentlich eher als positiv an. So, der schmilzt noch ein bisschen, aber hat halt nichts Neues mehr zum Fertig machen. Hier denn genau das Gleiche. Danke. Wie sieht's aus mit dem Zement? Beton müsste noch alles laufen. Ja gut, da läuft noch ein bisschen, aber geschmolzen hat er auch schon wieder. Holz kann ich den Jungs gerade nicht geben. Bitte. Ja gut, Kobbel und Beton haben wir noch, ne? Ja, ja, das ist jetzt nicht das Problem. Holz haben wir auch noch. Wunderbar. Dann passt das Ganze. Dann würde ich sorgen. Wir fahren noch einmal rüber. Da müssen wir auch einmal nach dem Eisen gucken. Nacht haben wir übrigens auch schon wieder, falls es euch aufgefallen ist. Die sind noch nicht fertig. Auf jeden Fall ist da noch viel zu tun. Das hat einen guten Grund, warum wir so massiv machen. Auch wenn es wirklich jetzt sehr, sehr viel Aufwertarbeit ist. Der Grund ist schlicht und einfach, dann sehen die Zombies das nicht mehr an Schwachstellen und versuchen daran nicht, erst sich durchzuprügeln. Was ist denn das für ein Urwald hier? Danke. Ja gut, der hat noch genug, aber ein bisschen Stall können wir ansetzen. Hier, hau rein. Ja, genauso. Hauptsache das Lüft hier weiter. Ah, ist das schön. So, auf jeden Fall. Waren wir ja noch gar nicht fertig mit den Kommentaren. Wir haben zum Beispiel noch von Onkel Svenna. Ah, okay, kein Tor. Hatte schon Panik, dass du alles wieder auseinanderreißt. Auch wenn deine Timelapse sehr gut finde. War vielleicht ein Dekotipp für die Garage. Die Decke ist so schön hoch. Da wäre genug Platz, um ein paar Halbbögen an die Säulen zu machen. Auch wenn die statistisch strukturell keine Auswirkungen haben, wirkt das Ganze dann aber ein bisschen stabiler. Ja, das ist richtig, aber sowas in der Art hatte ich auch vor. Also das soll keine platte Decke werden. Auch an der Decke kommt Deko, so ist es nicht. Und von Lotgott 301 Zombies sind durch den Ebenstab ums Leben gekommen. Aber echt? 301? Genau 301? Ja, 301, ne? Wir hatten ja 33 vorher. So, Munimatz, Handwerk. Ist ja noch nicht mehr wirklich viel drin. Ich wollte nur gucken, was wir jetzt eigentlich schon mitgenommen hatten und was nicht. Das können wir mal alles mitnehmen. Das können wir mir schon drüben einsortieren. Samen haben wir schon. Munimats, die haben wir auch schon drüben. Nimm mit. Will ziehen, ja gut. Damit wir hier wirklich mal alles so rüberkriegen.
So, wird jetzt aber nicht das Motorrad voll stopfen. So, wir bringen den Kram gleich direkt rüber. Da werde ich mir gleich erstmal ein Käffchen holen. Und ich bin, glaube ich, jetzt dann 30 Minuten durchgehend nur am Beton klatschen. Okay. Wir brauchen Kaffee. Fakt ist jedenfalls, es muss ja fertig, ne? Es muss wirklich fertig. So. Ja, lassen wir mal hoch. Ich weiß auch nicht, ob die Folge jetzt hinhaut mit 30 Minuten. Wie gesagt, ungefähr geschätzt. Insgesamt Beton klatschen 30 Minuten, 33 Minuten. Kann natürlich auch ein bisschen länger gewesen sein. Durch den Zeitraffer fällt das aber wieder weg. Also meine Aufnahme ist jetzt bei 1 Stunde 5 Minuten, aber ihr kennt es ja. Haut nicht immer genau hin mit 30 Minuten. Mache ich da eigentlich voll hoch. Aber ist ja noch nicht schlimm, ne? Es kommt ja nicht auf die Minute drauf an. So, warte mal, was haben wir überhaupt alles einstecken? Auf jeden Fall Getränk. Jo. Den haben wir auch immer noch ein bisschen rohes Trinken. Und jede Menge Dosen. So, bei Zutaten würde ich Kaffeepulver mit einordnen. Und Munimats geht natürlich beim Munimats rein. So, das sind ja eigentlich genau genommen auch Muni-Herstellungsmaterialien. Ja, packen wir mal mit rein. Die gehen natürlich hier bei 9 mm rein. Schön. Denn, seid nicht böse, auch wenn es mal ein paar Minuten weniger sein sollte, glaube ich aber nicht. Müsste ungefähr auf 30 Minuten hinkommen. Sehen wir uns morgen trotzdem wieder. Wir müssen da weitermachen. Materialien haben wir zum Glück noch ein bisschen was auf Vorrat. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi.